So, herzlich willkommen bei Sam Tessel. Heute für euch mit der Microsoft Sidewinder X4. Eine Gaming-Tastatur, wo ich mich erschwungen habe, sie zu kaufen. Mit viel Kehrwenden muss ich sagen. Ich bin ein bisschen auf der B-Schiene momentan. Ich werde euch aber erzählen, warum das so ist. Ich hatte mein DevilTech Notebook. Lange Zeit gehabt und bin es gewohnt, eine Notebook-Tastatur zu tippen und dann über Rechnerumschwung habe ich eine G19 dann wieder gehabt, wie ich damals schon mal hatte. Und die hohen Tasten gefallen mir einfach nicht und die G19, dieser ganze Schnickschnack mit Display, dies, das, brauche ich alles nicht. Weg damit. Viele werden jetzt sicherlich sagen, oh mein Gott, die schöne G19. Nein, will ich nicht. Nach langer Suche und Recherchieren wollte ich erst die Logitech Illuminate kaufen. Ich bin jetzt kein Logitech-Fan unbedingt, aber die hat halt wirklich ein sehr geiles Schreibgefühl. Qualität soll zwar mittelmäßig sein, aber ein geiles Schreibgefühl. Aber da gibt's die W-Shift und Space-Sperre, was ja mal überhaupt gar nicht geht. Gut, nun denn, habe ich weitergesucht. Cherry kannte ich jetzt von damals, sind geile Tastaturen, aber die sollen jetzt wohl auch relativ viel Probleme machen beim Zocken, wenn man da mehrere Tasten drückt. Da gibt es also ein paar Ausnahmen, dachte ich mir, ist auch Cheater. Dann habe ich Razer-Qualität, kann man wirklich momentan vergessen, diese ganzen Tastaturen. Jetzt gibt es eine, glaube ich, die DeadStriker, aber die gibt es nur mit US-Layout, welche natürlich sehr geil ist, aber mit US-Layout muss man sich ganz schön arg umgewöhnen. Wollte ich dann auch nicht unbedingt. Dann nach Recherchieren und Googlen und YouTuben und sowas habe ich, oder bin ich auf die Sidewinder gestoßen. Und ich glaube, jeder Fan hat da geschrieben, oh mein Gott, kauf dir die Sidewinder oder geil, nur die Sidewinder oder dann musst du die Sidewinder nehmen oder das ist die Sidewinder. Und ich bin echt, nach diesen ganzen Kommentaren bin ich durchgedrallert. Ich dachte, 32 Euro just having up to my factory rausgeholt. Jetzt habe ich sie hier vor mir. Ich habe sie jetzt so 4 Tage ungefähr. Und ich bin nicht enttäuscht. Ich bin aber auch nicht happy. Ich weiß es nicht. Ich bin ganz ehrlich. Wir gehen mal auf die Tastatur ein. Wir sehen, sie ist relativ dick, nicht direkt, aber ein bisschen höher. Sie steht auch relativ steil, muss man sagen. Verarbeitungsmäßig, erste Sahne, Microsoft, alles super verarbeitet, keine Linien, richtig schön. Liegt auch gut auf, super, gefällt mir echt gut. Die Beleuchtung ist auch echt, würde ich fast sagen, sogar besser als bei der G19. Zumindest von der Ausleuchtung her. Wir sehen, wir haben Stufen der Helligkeit. Jetzt ist es natürlich ein bisschen heller draußen. Und daher sieht man das jetzt nicht so gut. Sagen wir es relativ scharf. Wir sehen, die Leertaste ist ein bisschen länger und man trifft ab das mal, wenn man groß klicken will. Die Leertaste, ein bisschen störend, was aber nicht von abkommt. Oben haben wir die Multimedia-Tasten, was mir sehr wichtig war, weil ich gerne mal Musik höre während des Zocken. Und nun zu meinem Problem, was sicherlich viele haben oder wenn sie dieses Video sehen und sicherlich auf den gleichen Grunde sich das Video vielleicht anschauen. Ich wollte eine Notebook-ähnliche Tastatur. Viele haben geschrieben, sie ist Notebook-ähnlich. Jetzt tippe ich mal die Tasten. Ihr hört es. Das Ding ist laut. Da kommst du dir vor, wie beim Schreibmaschinenorchester im Fundbüro nebenan. Also, wenn man spielt, merkt man das zwar nicht. Aber, weiß nicht, das hört sich so Plastik auch an. Wenn man jetzt aber die Enter-Taste drückt und die Backspace-Taste, ich hoffe, ihr merkt das. Hört ihr das? Leise, sanft, geil. Aber wenn du die hier drückst, boah, da kriege ich ein Marterhorn. Nun gut. Ich muss aber sagen, wenn man damit jetzt länger schreibt, dann merkt man schon, dass es angenehm ist, damit zu schreiben. Wenn man da jetzt Texte schreibt, also dann merkt man schon, es ist ein angenehmes Schreibgefühl. Und daher bin ich so ein Zwiespalt. Aber ich bin halt dieses Notebook-Drücken gewohnt. Es kommt das sehr nah, aber es ist halt einfach nicht so, wie wenn du eine Cherry-Tastatur, eine flache hast. Oder eine Logitech Illuminati oder so. Halt wie beim Notebook dieses Gefühl vom Schreiben hast. Es gibt von Microsoft eine Tastatur, das ist die 600er, die hat ein Schreibgefühl. Da denkt man, boah, man schreibt auf Watte. Und hier ist es halt so, die sind zwar flach, die Tasten, aber es kommt doch schon mehr der G19 hin, weil es auch dieses Laute und weil es halt dieses Laute ist, ist es halt nicht so dieses angenehme Gefühl, was man für sich selber hat oder für sich selber empfindet. Und das finde ich sehr schade. Denn ansonsten muss ich sagen, das ist eine schöne Tastatur. Ihr seht, ich habe auch noch hier
die Folie drauf gelassen, eine Hochglanzlack. Das ist ein No-Go. Hochglanzlack bei der Tastatur. Also, die wird so schnell zerkratzt sein. Aber ich muss sagen, ich bin momentan bis jetzt irgendwo schon zufrieden mit der Tastatur, weil man im Dunkeln, ich wollte unbedingt mit Beleuchtung auch haben am Rande, leuchtet sie richtig schön und hell. Auch wenn es rot ist, vielleicht nicht meine Farbe, aber sie leuchtet richtig schön hell. Und das Spielen macht Spaß, auch wenn, ich zeige euch mal die Steuerungstaste. In meinen Finger, ihr seht das hoffentlich, ist ein bisschen arg eingeknickt. Ich habe nicht große Hände, aber arg eingeknickt. Was schon sehr schade ist. Viele haben auch im Testbericht gesagt, dass diese Handablage zu flach ist. Meine Hand kommt da gar nicht drauf. Ich habe gar nicht so große Hände, aber mein. Hier, ihr wisst schon, liegt auf dem Brett jetzt auf und kommt gar nicht drauf. Wenn ich darauf kommen will, muss ich meine Finger verknicken und verbiegen. Und so ist es echt 1A und angenehm. Also keine Probleme. Spielerisch macht es sehr Spaß, damit zu spielen. Und wenn man wirklich länger damit schreibt, ist es auch angenehm. Dazu haben wir jetzt hier noch S1 bis S6 Makrofunktionen und drei Spielerprofile können wir anlegen. Wir sehen, leuchtet das Licht da oben hin und her. Wir haben hier oben einen Recording-Button, da drücken wir drauf. Dann können wir hier WASD laufen und fünf Zauber ausüben und dann auf S1 legen. Und dann wird das immer ausgeführt, wenn wir die S1-Taste drücken, zum Beispiel für Counter-Strike, Global Offense oder 1.6. Sehr praktisch, wenn man dann einfach so eine Kaufskripte hier drauflegen kann und auf dem nächsten zum Beispiel Good Wars 2 hier ein Zauber-Kombo macht und auf dem dritten vielleicht noch The Secret World irgendwelche Kombos macht. Ist schon super, muss man sagen. Laut und leiser haben wir noch. Helligkeit und so ist er aus. Man kennt auch, jetzt ist er aus. Man erkennt auch, selbst wenn die Lichter aus sind, noch sehr gut, was da drauf steht. Rechts haben wir noch so eine tolle Taschenrechnerfunktion. Dann ruft er den Taschenrechner auf. Und Numpad, was mir auch sehr wichtig war. Machen wir das Licht an. In der Verpackung findet man noch ein kleines wunderbares Heftchen mit einer CD. Nun, es hat keinen USB-Hub oder sonstiges. Es ist nicht das Notwendigste. Nun zum Fazit. Ich bin zweierlei gestellt. Sie kostet nur 32 Euro bei Mindfactory. Ist super günstig. Man kriegt eine ausgeleuchtete, gute Tastatur. Sehr gut verarbeitet. Das Schreibgefühl ist angenehm. Es ist aber ein bisschen lauter. Jetzt muss man für sich selber entscheiden. Wenn man doch lieber mehr Notebook-Style haben möchte, sollte man vielleicht sich anderweitig nochmal umschauen und vielleicht gucken zu einer Cherry oder es gibt jetzt glaube ich auch viele haben mir gesagt, ich soll mal bei einer Fuji Siemens schauen. Die sollen aber auch ganz gute haben. Hier ist natürlich das gute Anti-Ghosting drinne. Bis zu 18 Tasten, glaube ich, oder sowas drückt man eh nicht. Schwachsinn, aber sofern wie hier WASD Shift funktioniert mit Leertaste, wäre ich der happigste Mensch. So Standard-Kombis sollten schon funktionieren. Nicht wie bei Logitech Illuminati oder bei manchen Cherrys, wo das nicht funktionieren soll. Was ich sehr schade finde. An sich ist es aber auf jeden Fall für einen ambitionierten Gamer oder für Leute, die nicht viel Geld ausgeben wollen, aber eine Qualitätstastatur wollen, denen das auch egal ist, wie laut das ist oder das Schreibgefühl oder so, ist die super. Würde ich wirklich sagen, eine klare Kaufempfehlung für 32 Euro so ein gutes Produkt zu bekommen, das hat schon viel zu sagen. Das ist wirklich alles 1A verarbeitet, die Tasten, das Druckgefühl. Das ist mit Gumminippeln unter, nicht mechanisch, aber das schreibt sich echt gut. Also das muss man sagen, das ist ein angenehmes Schreibgefühl, auch wenn es ein bisschen lauter ist. Daher werde ich sie auch, denke ich mal, behalten. Weil 32 Euro, mein Gott, wird in 2 Jahren eine neue gekauft, wenn dann was Neues auf dem Markt ist, vielleicht was ein bisschen Besseres. Vielleicht die Razer DeathStalker mit deutschem Layout. Sollte man vielleicht mal anschreiben. Das war's wieder bei Sam Tested. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen anderen Eindruck gewinnen über die Tastatur und habt jetzt eine kleine Übersicht bekommen. Und ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Kommentare, Likes, gerne, gerne. Das war's bei Sam Tested.